Hallo Jan Gaming. Was geht? Nicht viel, ich sitze gerade. Und selbst? Boah, schon 87 Zuschauer. Hallo an alle. Boah, ey. Nicht wundern. Ich habe lang kein GTA Online mehr gespielt. Ich habe es auch erst jetzt neu runtergeladen. Outfits ist oben, ey. Ja, man kann mitspielen. Ich gehe jetzt gleich noch in eine neue Sitzung. Man muss erstmal den Story-Modus, weiß ich noch. Schaust du Animes? Ich gucke halt, ich habe heute halt geguckt, was man gucken muss. Außer Naruto. Ich habe es mir immer vorgenommen anzufangen, aber ich habe es noch nicht wirklich geschafft. Aber so, na, ich weiß nicht, was noch so richtig als richtigen Anime bezeichnen kann. Ich habe halt so Pokémon und Yu-Gi-Oh! Geguckt. Zockst du auf PS5? Ja. So, wie ging das jetzt nochmal? Online. Ist ab 18. Nee, tatsächlich ist es nicht ab 18. Man darf es ab 18 kaufen, aber spielen darf man es schon vorher. FSK. Warte, was ist eigentlich bei Spielen? FSK oder USK? Ist nur eine Selbstkontrolle. Ja. Ja, mir geht's gut. Naja, mein Bein, das sieht man hier. Man kann gleich alles rein. Ich hab's jetzt so eingestellt. Was kostet die PS5? Ich weiß nicht, was sie jetzt kosten würde, wenn sie jetzt nochmal neu rauskommt. Zurzeit sind die alle ab 499,99 gekostet. Nein, GTA ist nicht ab 18. Man darf es ab 18 kaufen. Aber spielen darf man es früher. Zockst du was auf deinem PC? Also, ich habe ja keinen richtigen Gaming-PC, aber wenn ich spiele WoW drauf. Und jo, es ist Schnee draußen, das stimmt wirklich. Wie heißt du auf PS5? Ich heiße dort SBKHW. Also, in einem geschrieben. Ich weiß, es ist noch nicht 15 Uhr, aber ich habe schon mal alles eingestellt. Und das ist ja Hauptsache. Kann man spenden? Ich weiß tatsächlich nicht, aber ich sag's mal so, man muss nichts spenden. Das ist alles gut. Uns reicht der Klick. Spaß, alles gut. Ihr müsst nichts spenden, wirklich. Wie kann man jetzt reinjoinen? Also ich habe schon sehr viel in der Freundesliste. Obwohl, ihr könnt eine Freundschaftsanfrage schicken und ich würde sie dann annehmen. Warte, also jetzt bin noch ich drin. Also ihr könnt auf ihr geht bei GTA auf. Ich zeige euch das mal. Auf Online. Und dann geht ihr auf Freunde oder Freunden beitreten und dann könnt ihr dort auswählen. Ich weiß nicht, ob Xbox mit PlayStation zusammenspielen kann. Also ich weiß nicht, das weiß ich tatsächlich nicht.
Also ich warte jetzt noch ein bisschen und dann nehme ich die FAs an. Also warte, ich schreibe mal den Na PlayStation-Namen in den Chat, okay? Ich schreibe das eben hier in den Stream rein. Und dann nehme ich das alles an. Also ich versuche, so viel wie möglich anzunehmen. Ah, ich hasse diese Anrufe. So ein Scheißton. So, ich habe die Nachricht auch angepinnt. Also. So ist der PlayStation-Name. Und dann nehme ich das in 5 oder 10 nach, nehme ich dann 4 an, dann habt ihr auch noch Zeit. Danke. So. Ich versuche auch ein bisschen bisschen auf den Chat zu achten. Auf Hallo. Antworte ich vielleicht noch ein bisschen, nur so weit schreiben es nicht viele Hallo. Ich sage einfach erstmal Hallo an alle. Geht nicht, weil das eingestellt ist. Dann hat mein Vater das so eingestellt. Warte, ich versuche das eben auszustellen. Könntet ihr gleich sagen, ob ihr mich noch hört? Ich sehe den Chat noch. Also, so wie ich sehe, ihr hört mich noch. Ich stelle das hier eben beim Account ein. Und dann bin ich gleich auch wieder da. Mal gucken, wie ich das hier mache. Privatsphäre-Einstellungen. So. Gut, ich glaube, das müsste jetzt rein theoretisch gehen. Aber wie ich sehe, ich habe gerade auch richtig viele in meiner FA-Liste. Gut, dann würde ich sagen, ich gebe euch jetzt nochmal 10 Minuten, okay? Also jetzt. Wie trete ich bei? Ich kann euch das nochmal sagen. Ihr edit, also ihr gebt eine Freundschaftsanfrage an den Account, den ich in den Kommis angepinnt habe. Und dann nehme ich so viel wie möglich an. Dann könnt ihr alle beitreten. Wovon hast du die P? Na, jetzt habe ich es nicht gesehen. Aber von welchem Geld? Also ich habe YouTube-Geld zusammengespart und ich habe ja auch sehr viel von meinen alten Sachen so verkauft. Und dann habe ich das halt dadurch finanziert. So. So. Hallo Papa. Wo bin ich? Einer wollte, dass ich ins Bild komme, kurz. Ach, ist ja alles spiegelverkehrt hier. Ja. So. Man sieht dich gar Ja, nicht. ich habe schon gehört, einige sagen, das ist ab 18 sicherlich. Stimmt das? Nein, Doch, es man darf es ab stimmt. 18 Der kaufen. Verkauf ist ab 18 und eigentlich ist auch das Spiel ab 18, wenn es die Eltern nicht vorher erlauben. Und ich sag mal, dieses Spiel hier, was wir jetzt gerade sehen, zumindest das, was da gerade jetzt geschieht, das ist in jedem Autorennspiel auch nicht anders. Und das bisschen Ballern, ich meine, naja. Ich glaube, es ist aber auch eher Wir ab werden hier wohl nicht 18. heute in den besagten Club gehen, oder? Nö, Siehst du, heute mal darum nicht. heute mal nicht. Ja, alles gut. Ah, ich meine, ich sehe die Karte gar nicht. Hallo Roy, stand da eben. Hallo Stefan, da haben wir gesagt. Ja, wir haben die PS5 von Amazon gekauft. Mitten in der Nacht kam eine E-Mail, ich war gerade wach zufälligerweise, dass der Vorverkauf beginnt. Und da bin ich gleich nach oben gegangen zum PC und habe
erstmal für mich eine geordert, da wollte ich mir dann auch noch eine kaufen. Von seinem Geld natürlich, aber er musste erstmal ein Amazon-Konto haben, muss ich erstmal anrichten schnell. Aber ich habe doch ein Amazon-Konto. Jetzt hast du eins, vorher hast du keins gehabt. Oh, was ist das denn hier, ein Autosandwich? Luis, jetzt nochmal persönlich, viele Grüße an dich. Hast du schon 1000 Mal geschrieben? Hatte auch schon schriftlich dich gegrüßt, eben gerade. Wir haben die PS5 seit dem Tag, wo sie rauskam. Was war das? 19. November? Tony, war das so? 19. November, richtig. Mann, ey, was ist denn hier los, ey? Verfolgt mich einfach einer. Dennis, mir geht's gut. Da wo Urlaub kann ich besser sein. PC-Gamer, vielen Dank. Kann ich überhaupt hören, nicht? Ja, glaub schon. Marie von Instagram. Ach man. Die habe ich geschrieben vorhin, mit mir nicht. Ja, Simone macht auch viel Instagram. Also wir sind das alle drei, die schreiben. Also es ist nicht immer genau einer. Spielen da welche mit jetzt? Oder? Nee, ich nehme gleich noch Freundschaftsanfragen an. Ich gebe denen 10 Minuten, dass sie mir was schicken können, damit auch, falls später erst welche reinkommen, wir haben in den Stream ja etwas früher angemacht. Sönke, viele Grüße an dich. PC-Gamer, ja, das hoffen wir auch. Wir geben uns allergrößte Mühe, dass wir uns nicht anstecken. Drin. Einer, den ich schon in der Freundschaftsliste habe. Wir sind dazu 252. Diese Uhrzeit bei GTA. Was tun da, Leute? Ist das auf der Karte glatt oder was? Ja. Nee, ich versuche in den Flughafen. Oi, was haben die Polizei gemacht? Hier in Bremen ist absolutes Böllerverbot. Man darf nicht mal seine Altbestände, die haben zwar auch keine großen mehr, aufbrauchen. Da waren noch so kleine Böller. Sam, ob es sich lohnt, die PS5 zu kaufen, es ist kein Muss. Es gibt ja erst wenige Spiele dafür. Eigentlich lohnt es sich noch nicht so richtig, würde ich mal sagen. Es würde sich wegen, also ich finde, wegen dem Controller würde es sich sehr lohnen. Was ist denn hier los? Ich will doch nur zu einem Flugzeug hin. Also hier schreiben viele, man kann dir nur folgen. Das wird sich wahrscheinlich gleich ändern, wenn... Richtig? Ja, also man kann die Freundschaftsdings da schicken und dann nehme ich die gleich an. Mann, geht das hier nicht mal auf, ey. So, warte, ich mach das. Wir haben eine PS5 mit Laufwerk, weil ich es total blöd finde. Digital, da ist sogar meistens teurer im PlayStation Store. Und man kann die Spiele dann auch nicht mehr wieder verkaufen, die man immer nicht mehr braucht. Oh ja, es ist sehr rutschig hier. Es ist nicht kalt in Bremen. Ich war eben gerade draußen, Sonne scheint sogar gerade, sind glaube ich so 5, 6 Grad. Ja, in Bremen ist Böllerverbot. Verkaufsverbot und Böllerverbot. Nicht mal in seinem eigenen Garten darf man seine Raketen hochgehen lassen. Was wir an Silvester machen, zeigen wir im nächsten Vlog. Wissen wir noch gar nicht so genau. So, ich würde sagen, ich nehme jetzt mal an. Also, für die Xbox, wenn ihr mal wisst, was mein Lieblingsspiel ist, für die Xbox GTA 4. Ja, GTA 4. Nee, Skate 3 tatsächlich. Man hört uns jetzt übrigens nur noch, weil wir gerade im Home-Dings da sind. Im Home-Dings da? Ja, Home-Bildschirm. Mit Marie hast du geschrieben, nicht ich. Mit Marie habe ich geschrieben. Oh mein, jetzt ist die ganze Familie hier. Weiß ich gar nicht genau, worum es da ging. Okay, Marie, dann habe ich mit dir geschrieben. Was ich geschrieben habe, weiß ich aber gerade nicht mehr, weil ich den Namen nicht mehr zuordnen kann. Natürlich weiß ich noch, was ich heute Morgen geschrieben habe, aber... Nicht jetzt genau. Moment, ich muss eben erstmal, es ist ein bisschen anders hier mit den Einstellungen, ich muss erstmal die Mitteilungen finden. John ist wie immer sehr gut vorbereitet. Tja, du hast den Account so eingestellt, dass niemand was schicken kann. Also, ich war vorbereitet. Freundschaftsanfragen. Mensch, ey, wo sind denn Freundschaftsanfragen? Oder mal, sind die schon drin? Gemacht, dass man die annehmen kann, oder? Jo, glaub schon. Aber ich kann noch gucken. Warte. Was? Ah, die Alten sind jetzt auch wieder drin, wie ich sehe. Ganzen alten Freunde, die mich schon mal geaddet haben. Oh, was war das? Das war die Tasche. Hab jetzt angenommen, die geschickt haben. Also man kann jetzt beitreten. Oh ja, sind schon mehrere jetzt drin. Ja, wir sind jetzt wieder da. Und jetzt spielen da welche mit? Ja, die sind irgendwo hier verstreut auf der Map. Warte mal. Hier ist einer oben mit einem Heli, der mich wahrscheinlich gleich abschießt. Wo wir die PS4 gekauft haben, wahrscheinlich meinst du die PS5 bei Amazon. Ich steig mal ein.
Cool. Ein Rundflug. Simone ist unten. Gerade von der Arbeit gekommen. Ja, wie man sieht, darf man schon GTA spielen. Ja. Es ist auch wirklich, finde ich, jetzt nicht so was Schlimmes dran. Man muss ja nicht das alles auskosten, was das Spiel da bietet. Und, ich glaube, es ist aber auch höchstens ab, also es ist wahrscheinlich ab 18 wegen diesem sehr, sehr schwarzen Humor, glaube ich. Und obwohl. Ja, das ist schon ein bisschen brutal, wenn man jemand da ins Gesicht schießen kann. Naja, aber die Schusswunden sehen in Red Dead Redemption schlimmer aus. Ich arbeite an einer Bremer Brauerei und irgendwann auch Grüße aus dem Sauerland. Viel Grüße zurück. Aus Bremen. Okay, unter mir ist Wasser. Ich mache gleich einen schönen Bauchklatscher. Andrea, viele Grüße an dich. John heißt da jetzt gerade S. Becker HB. Das habe ich aber auch angepinnt, also als Kommentar. Ey, man sieht gar nichts wegen diesem Schneeabwehr. Grüße aus Soltau, cool. Hoffe, dass wir auch bald wieder da sein werden. Ach. Ja, das stimmt. Wenn man den Story-Modus spielt, ist das ein bisschen grausamer. Aber hier kann man das ja platsch einigermaßen steuern. Grüße aus Bielefeld, Grüße aus Bremen zurück. Oh, W3ST, viele Grüße. John spielt auf der PS5 gerade. Die PS4 hat er ja verkauft, der verstehe ich nicht sowas. Ja. Rico, auch viele Grüße an dich. Ich habe es halt an einen Freund verkauft, der eine Konsole hat, mit denen er nicht wirklich mit den ganzen anderen Freunden spielen kann. Da habe ich ihn auch einen guten Freundschaftspreis gemacht. Und dann, ja, dann ist das halt für ihn besser und für mich auch. Ich brauche die eigentlich gar nicht mehr. Meli hat gerade viele Grüße aus München gesandt, wo wir auch schon mal waren, wo ich sehr, sehr gerne bin. Hildesheim, Grüße. Bayern München, viele Grüße. Mann. Das war über meine Lippen geht, Bayern München, viele Grüße. Grüße aus Aachen. Hab mich selbst umgebracht, damit ich... Ja, das ist eine Frage. Bin. Sascha fragt, wo ist die Grafik jetzt besser? Auf der 4 oder auf der 5? Sieht man doch jetzt einen Unterschied? Auf der 5. Nein, ich meine jetzt bei dem Spiel hier. Sieht man da einen Unterschied? Ja. Haben die schon einen Grafik? Keinen ganz großen. Aber beispielsweise Schatten und so weiteres wird besser... Zoll. Ah, stimmt. Ich sehe, da schreibt jemand gerade, das habe ich auch schon gelesen, dass die Ladezeiten kürzer sind, aber die Grafik ist irgendwie gleich geblieben. Aber ich habe auch gelesen, dass es irgendwie ein Grafik-Update für GTA 5 gegeben hat oder geben soll. Es kommt ja noch ein zweites GTA 5 raus demnächst. Wir haben nichts gegen dunkelhäutige. Wie kommt PlayStation Dingsbums TM oder sowas da drauf? Das ist nicht echt. Wenn einer über 18 ist, reicht das in diesem Fall, um das Spiel zu kaufen. Mit Socken könnt ihr, wie John gesagt hat, und die gleich wieder, wenn man welche einlädt oder wie geht das? Ja, also ich habe gerade alle angenommen, die seit 15 Uhr drin sind. Anonymous, es gab zum Mittag, wir haben heute Pizza bestellt. Ein Testessen? Was für ein Testessen wird da gefragt? Grüße aus Bremen von Justin, cool. Grüße in die Nachbarschaft zurück. Ich kann gar so schnell mitlesen. Welches Level bist du? Ich bin tatsächlich so tollpatschig gewesen. Ich habe meinen alten Account gelöscht und jetzt sieht man es, bin erst Level 45. Was ist dein Lieblingsspiel für die Switch, fragt jemand. Für die Switch ist es tatsächlich entweder Zelda oder... Oh, da kommt jemand. Hallo. Oder... Warte, wie heißt denn nochmal? Smash Brothers. Es gab heute Pizza mit Salami. Für mich scharfe Salami, für Johns normale Salami. Grüße aus der Pfalz, Dankeschön. Ich sehe die Karte gar nicht, ich weiß gar nicht, von wo die Polizei... Einer fragte eben, was die PS5 gekostet hat. 499,99. Ja. Ich muss jetzt die Polizei sehen, das geht gar nicht, ja da. Andrea, wir waren auch schon mal in der Schweiz, also Simone und ich zumindest. Ich war auch einmal da, ich habe ja lange Jahre für Uli Jürgens an der Homepage mitgearbeitet und war natürlich auch dann mal, oder zum Glück auch mal, konnte ich bei ihm zu Hause in der Schweiz sein. Wenn ihr lange Kommentare schreibt, kann man das hier auf der PS5 nicht lesen. Ich hatte eben die lange Frage, was sind die sehen zu. Und diese Uhrzeit. Bei so einem Thema. Jo, ich komm rein. Dieses Auto wollte ich auch immer haben. Ach so, Tiefkühlware. Wir hatten eben keine Tiefkühlware, wir hatten immerhin von Domino's bestellt. Grüße aus Bayern, sehr nett. Viele Grüße zurück. Bayern oder BVB? Bayern.
Was tatsächlich, ich gucke nicht so gern Fußball. Hast du ja schon Zuschauer, die da gerade mitmachen, getroffen im Spiel eigentlich? Ja, ich bin gerade bei einem. Ach so. Wer ist Riley Wright? Kennst du den? Lies das nicht vor. Wieso? Ich möchte das nicht erklären. Du bist zu blöd wahrscheinlich. Oder zu alt. Leonie, viele Grüße nach München. Nico, ebenfalls viele Grüße. Da ist noch jemand, John. John heißt jetzt gerade S. Becker HB und Becker geschrieben mit E. Sascha, schön, dass du zum ersten Mal zuguckst. Eigentlich wollten wir heute einen richtigen Stream machen, aber ich habe da Probleme gehabt mit meinem Mikrofon. Warum machen wir jetzt sowas? Jo. Justin, Patrick, viele Grüße. Kann man mit dem PC auch mitspielen? Aber das geht, glaube ich, nicht, oder? Doch, kann man, wenn man in so einem Club... Na, ich weiß nicht, wenn man diesen so einem Club, habe ich das mal gemacht, wenn man in so einem Club ist, dann geht das. Frederik, viele Grüße und Glückwunsch zum Geburtstag. Jo, alles Gute. Simone macht gerade ihren Feierabend genießen. Sie ist gerade nach Hause gekommen, vor einer halben Stunde. Den Namen buchstabieren, okay. Also ich heiße ja Stefan. Mann, ich hab's doch angepinnt im Stream. Vielleicht kannst du mal reinschreiben einfach. S B E. Nein, ich hab's doch eingeschrieben. C K E R H B. H B steht für Hansestadt Bremen. John ist 12, wird bald 13. Nico, vielen Dank. Geht die alle Level 500? Ist da jemand? Wo bist du denn? Also ich weiß nicht, wie ich auf meinem alten war, irgendwas mit 100, aber. Hier du bin sollst, ich nur. Du sollst. Was? Du sollst doch jetzt. War das jemand, den man unbedingt abknallen muss? Ja. Achso. Weil er Wegstand, ne? Ja. Scheiße. Der Expect Evo. Viele Grüße. Da geht einfach nichts. Die können nicht folgen. Die können nicht. Ja, weil ich erstmal annehmen muss. Aber ich habe schon bei Folgen angenommen. So. Ich mach das gleich wieder. Ich kann ja nicht die ganze Zeit nur in diesem Bildschirm drin. Ist okay. Jean macht das gleich. Bitte etwas Geduld. Mann, ich will nicht bei dir einsteigen. Silvester wird anders dieses Jahr, schreibt jemand. Das scheint zu stimmen. Kein das Feuerwerk. Wird's. Habt ihr Red Dead Redemption 2 durchgespielt? Ja, ich hab's durchgespielt. Bei Stefan weiß ich's nicht. Nein. Also ich habe noch nicht alle Fremden- und Freaks-Missionen gemacht. Also jemand fragte eben, was mit den Böllern ist, ob die das gut finden. Im Rahmen von Corona finde ich gut, dass man sich nicht versammeln soll. Darum finde ich es okay, wenn sie jetzt die Feuerwerke an den öffentlichen Plätzen verbieten, weil man da logischerweise zwangsläufig zusammenkommt, aber wenn ich jetzt in einer leeren Straße meine Raketen zünden würde oder in meinem Garten, dann würde ja nichts passieren. Ich finde es einfach ein Blödsinn. Okay, man sagt natürlich, man muss die Krankenhauspersonal entlasten, dass da nicht noch welche ankommen mit verbrannten Händen. Kann ich nachvollziehen. Meine Befürchtung ist nur, dass wenn sie es einmal geschafft haben, dass das Böllerverbot gekommen ist, weil ja schon viele das lange wollten, dass man es dann schwer wieder zurücknehmen kann. Also ich bin mal gespannt, was übernächsten Silvester los ist. Jo. Das da steht, Senden der Forschungsanfrage aufgrund deiner Einstellung nicht möglich. Was hast du denn da eingestellt, dass das nicht geht? Du hast ja irgendwas mal eingestellt. Aber wie kommen denn die Leute da jetzt rein, die da ja schon drin sind? Den bin ich befreundet, die habe ich angenommen vorhin. Dann musst du ja nochmal neu annehmen, okay? Mach ich. Da kommt Fanpost von morgen an. Okay. Oh, danke schon mal. Ja, ja. Hallo Gaming. Wo war es geblieben? Aus Köln war da eben was. Viele Grüße zurück. Wie groß seid ihr eigentlich? Ich bin 1,55 angemessen und ich bin 1,89 oder sowas. Hat da jemand gespendet? Okay, da muss ich mal sagen. Ich war ja eben am PC, da kann ich das dann dran sehen. Jetzt bin ich mal hierher gekommen. Hier sehe ich gar nichts davon. Das ist nicht nötig, wie gesagt. Ihr müsst das nicht machen. Wir freuen uns natürlich darüber. Und ich werde mich da später noch für bedanken. Oh mein Gott, aber, ich kann hier drauf stehen. Aber schon mal vielen Dank. Tja, Christiane. Alle Verbote, man darf nicht geben. Oh. Sehe ich auch so. Ich hab einen Flip gemacht, ey. Grüße nach Berlin. Uns geht's gut. Das war nicht böse gemeint. War nur eine Frage, nicht böse gemeint. Ich habe auch nicht böse aufgepasst, wenn noch was jetzt war. Keine Ahnung, was es war.
John hat ein iPhone X. S. XS. Oha, das habe ich noch nie geschafft, dass ich hier drin war, ohne dass diese Filmsequenz ist. Nach Voltron zurück. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr auch wieder da sein werden, und zwar pünktlich zur Eröffnung des Heideparks. Grüße aus Portugal. Oha. Portugal? Wie ist das Wetter? Wärmer als hier. Hier sind ungefähr so 6, 7 Grad, würde ich sagen. Aber immerhin war eben Sonnenschein. So. Spielt ihr FIFA? Nein, ich spiele kein FIFA, da ich Fußball auch ehrlich gesagt nicht mache. Wir hatten mal früher so ein FIFA 13 oder 14? Gibt doch nur 11. Nee, 11 nicht. 14 oder 13. Rain Dead Maxen, ja, wir konnten sehr gut Weihnachten feiern, und zwar genauso wie wir es immer machen, weil wir immer im kleinen Rahmen feiern. Gibt es auch ein Video von übrigens, falls es dich interessiert. Ist leer. Streaming Set am Erweitern. Nee. Ja, wir haben ja schon Erweiterungen, aber ich war heute echt zu blöde, das alles anzuschließen. Der Ton ging irgendwie nicht, dann hätten wir heute ein richtiges Stream gemacht. So, hier gehe ich raus. Okay, man kann nur folgen. Wir müssen gleich noch einmal versuchen, John. Oder einstellen. Ich weiß, du hast ja irgendwas eingestellt, dass du nicht mehr, dass du nur mit deinem Privat spielen kannst. Ja, kannst du auch umstellen. Ich weiß ja nicht, wie du das eingestellt hast. Weiß jemand, wo man das einstellt? Die wissen ja gar nicht, was man meint. Das hast also, du ja eingestellt. Dann mach doch mal eben. Naja, gleich. Na, ich weiß nicht, wie das geht. Hier sind ja welche drin. Anscheinend geht's ja schon. Kennst du denn die Leute, die jetzt da drin sind? Von nee, kenne ich nicht. Sind also neuere. Hast du welche angenommen? John hat Geburtstag am 18. April. Mein Lieblingsbier ist im Augenblick die Biersorte Pale Ale. Was zockst du am liebsten, fragt mich jemand. Ja, damit der Falsche gefragt wird. Eigentlich. Fand ich jetzt wieder gerade, wie heißt das Star Wars Spiel, was ich immer spiele? Battlefront 2. Battlefront wieder ganz gut. Na, GTA finde ich aber, eigentlich ist GTA mein Lieblingsspiel. Na, ich finde halt Battlefront ist der erste Teil viel besser. Lost Linus mit Twitch, ganz ehrlich, wir haben das gerade auch schon die Anfragen bekommen. Twitch ist für uns eigentlich unnötig. Nee, wir machen ja auch diese Gaming-Streams, das sind echt Ausnahmen. Machen wir ja für YouTube. Oh. Ich habe jemand mit Bier gelesen, ich soll jemanden auf ein Bier einladen, sehr gerne. Muss vorbeikommen. Nee, Corona sagt nie. Ja, nach Corona sagt nie. Das werden wir nicht miterleben, wenn das zu Ende ist. Wollen wir noch ein Kind, fragt hier einer. Krasse Antwort wollen. Tony. Und Luis. Die B-App heißt Untapped. Dankeschön. Grüße aus dem Emsland kam da auch. Ich feiere eure Videos, schreibt jemand. Im Vorfahren Sauland waren wir schon mehrmals. Gibt auch schon mindestens 2 Videos, wo wir da drin waren. Ich finde auch Battlefront 1 besser, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich spiele jetzt gerade Battlefront 2. 1 besser, okay. Ich finde halt, für 2 ist für die Leute gut, die die ersten 3 Episoden gerne mögen, diese Neuverfilmungen, aber ich mag die insgesamt nicht so gerne. Ich muss mich entschuldigen, ich lese hier echt alles, was hier steht, aber ich kann nicht alles vorlesen. Und auch schon gar nicht alles fix hier hart, meine viele Grüße. Nein! Wer ist das denn? Achso, jetzt weiß ich es auch. Ja, ich bin reingefallen, nicht schlecht. Ja, jetzt sehen wir uns auf den nächsten Meme-Pages. Aber der Witz war gut. Ach, Meme-Page, wenn er mal drauf reitet, mein Gott. Denkst du, ist heute anders. Die Bier-App heißt Untapped. U-N-T-A. Untapped. P-P. Ach, was weiß ich, wie man das schreibt. Untapped. U-N. Also, ich hole mal mein Auto. T-A. PPD. Hä, mein Fahrzeug ist weg. Oh, das mit dem Hartmann kannte ich dann doch schon, das ist mir dann wieder später eingefallen. Bei Privatsphäre einstellen musst du kurz im Schlosser, schreibt jemand. Gut, dann mach ich das mal eben. Mach mal jetzt. So. Und sind wir kurz wieder weg, nur. Ne, man hört uns ja nur. Ja. Also wir sind nicht richtig weg, wir sind noch da. So, hier Account, Profil. Privatsphäre-Einstellungen. Ich habe dort eigentlich so alles wie möglich wieder richtig. Wie es angehört steht dann, ne? Jeder, das ist es auch, aber man hört uns noch. Gut. Dein Profil bearbeiten. Freunde. Einfach auf jeder machen, wenn es geht. Einfach. Das kann man ja wieder ausschalten. Ah, hier ist es.
Gut, jetzt. Ah ja, jetzt kommen die Ah erst. ja, gut. Ja, ich lasse es aber nochmal. Das tut mir leid in dem Fall. Ich lasse jetzt noch 5 Minuten und dann kommt das alles. Obwohl ich versuche, so viel wie Gut. möglich jetzt einfach anzunehmen, wenn was kommt. Einfach so. Nein, ich will nichts probieren sehen. Aber ich nehme jetzt ein bisschen was an. Nimm mal an. Ja, das ist eine PS5-Übertragung. Gruß von André aus Hildesheim. Der André, den wir kennen. Ja, der kommt aus. So, das passt ja. Dann viele Grüße zurück. Und auch ansonsten, wenn du nicht der André bist, den wir kennen, dann trotzdem viele Grüße zurück. Hast du eine Freundin? Nein. Sieht man das? John spielt auf der PS5. Ja. Ey, wie oft sagst du? Du sagst die ganze aber, Zeit. Ja, weil da welche Fragen. Ja, aber du sagst es die ganze Zeit. Ja, aber wenn welche Fragen, kann ich doch beantworten. Ja, aber du nimmst nur diese ganze Zeit. Wie hast du die PS5 gekriegt? Hä? Er hat sie sich gekauft von seinem Geld und wir haben sie bei Amazon bestellt. An dem oh. Tag. Ja, das war's dann wohl. Nee, ich lebe noch. Ich mag so. Die Waffe. Und dann an dem Tag, wo sie rauskam, haben wir sie bestellt. Nee, wir haben sie bestellt, als man sie vorbestellen konnte. Wir haben sie nicht an dem Tag direkt. Also ja, und wir haben sogar zwei gekauft. Das stimmt, aber ja. Das war nur, weil ich nachts zufälligerweise gerade wach war, als die E-Mail kam. Oh. Ich mache hier noch ein bisschen was. Jo, es kommt schon. Ja, er nimmt die Anfragen gerade an, die alle reinkommen. Seid ihr reich? Nee. Was heißt denn reich? Das hat John gerade gemacht. Also die Anfragen kommen jetzt hier an. Also ob ihr es sehen könnt, aber. Jetzt kommt gerade keiner. Nee, jetzt kommt gerade keiner, aber könnt ihr das alle sehen? Ja. Anfragen reinkommen. Wir müssen dann. Wie heißt schon auf PS5? Das habe ich angepinnt im Stream. Nicht 1 Cent heißt reich. Na, dann sind wir reich. Mega reich. Wann bekommt John sein erstes? Ja, mehr kann ich nicht lesen gerade, weil das der Chat nicht zulässt. John hat noch Ferien bis zum. Bis zum 10. war es eigentlich, aber ich glaube, es ist verlängert worden auf den 14. Hä, wie bist du jetzt da durchgekommen? Ich komme hier gar nicht durch. Hä? Wie hat das geschafft? Zero, viele Grüße. Und hä, wie macht er das? Bist du Moller? Erstes Bier war ein Altmünster. Also mein erstes gekauftes Bier war ein Altmünster von der, weiß auch nicht mehr genau, wie das hieß. Hast du Ziels? Gehst nach hinten? Jato FN, hallo? Hä? Ich krieg das nicht hin, ich bin dafür zu doof. Ah, es ist da. Es ist unser André aus Hildesheim. Gerade. Hast du auch frei heute? Grüße aus Bremen, ah. Mathis. Grüße zurück. John darf Bier probieren, spätestens wenn er 16 ist. Also wenn er 16 ist, dann darf Herrgott, man darf das schon mit 15 sogar, dachte ja, ich. Ja, man darf, wenn die Eltern dabei sind, kann man ihm mal einen Schluck gönnen. Aber das werden wir dieses Jahr noch lange nicht machen. Jo, ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, noch gar nicht diesen Geschmack. Ich bin dafür zu blöd, Leute. Nikolas, viele Grüße. Alte Schwacher Klösterbräu. Nein, kenne ich gar nicht. Jo, eigentlich soll ich hochfliegen, jetzt bin ich tot. Nein, hat John nicht vor, in meine Fußstapfen zu treten, denn er ist ja kein Brauer. Meine Fußstapfen sind noch ein bisschen kleiner als seine. Genau. Bei Spears nicht gegen einzuwenden. Ja, aber dann kriegt John seinen ersten FVOD und weil da kann ich nicht lesen. Was kann das heißen? Nach irgendwo. Krank geschrieben, erkältet und heute. Ach, Abstrich, also Corona-Test. Im Moviepark waren wir schon mal, zumindest Simone und ich. Ich nicht. Hast du einen Traumberuf, John? Nee, ich noch gar nichts. Was sind deine Lieblingsschuhe? Meine Lieblingsschuhe? Hausschuhe. Hausschuhe? Leon, ja, ich arbeite in einer Brauerei. Und zwar in einer Bremer Brauerei, weil ich in Bremen wohne. Und die Brauerei hat mal als einzige Brauerei das berühmteste Bier der Welt hergestellt, würde ich mal sagen. Könnte man denn auf allen 5 Kontinenten? Spam jetzt nicht, sonst muss ich dich von der Freundschaftsanfrage, von der Freundschafts.
Liste wann? Alex, viele Grüße. Okay, jetzt bin noch ein bisschen am Akzeptieren, aber ich flieg dabei. Okay, warte mal ganz kurz, ich lande jetzt, ich muss jemanden von der Freundesliste wegmachen. Viele Grüße aus Washington, DC wahrscheinlich. Wahnsinn. Wäre ich jetzt auch sehr gerne dort. Nein, auf mich wird geschossen. Wie die Blocks auf meiner Arbeitsstelle angekommen sind. Einige kennen sie. Nein, ich habe mich selbst umgebracht. Also bisher habe ich überhaupt nichts Negatives durch unsere Blocks erfahren. Also hatte bisher eigentlich nur Vorteile dadurch oder zumindest keine Nachteile. Warte mal, wenn ich jetzt hier im Stehe, ich muss diesen, wie heißt der? Jetzt hast du ein anderer Spieler. Die neue Küche, da musst du eigentlich mehr Simone fragen. Sie hat auch schon ein Video drüber gemacht. Also ich finde die Küche sehr gut. Auch deshalb, weil sie ein bisschen höher ist als normale. Das Motorrad finde ich geil. Kann man da noch zwei rauf? Nee. Ich habe das Outfit auch. Nee, ich kann nicht drauf. Oha, hier steht eins. Darf ich das fliegen? La Pomme. Dankeschön. Okay, ich komme gleich wieder. John, soll mal Stefans Haare schneiden, alles klar. Nee, dann darf Wow, ich bin auch von Simone mit ihrem komischen Rasierapparat, da wo man so schöne Zacken reinschneidet. Luis, viele Grüße. Ich verstehe nicht, warum finden alle dieses Motorrad so scheiße? Ich verstehe es überhaupt nicht. Seit wann darf John das spielen? Seitdem es sogar eigentlich rausgekommen ist. Ja, wie gesagt, ich habe John gebeten, nicht alles zu spielen. Ich hoffe, er hält sich dran. Ja, also ich stehe, also ganz ehrlich, ich stehe nicht auf animierte Charaktere oder sowas. Und man muss auch nicht unnötige Leute da abschießen. Das mache ich eigentlich aber schon. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja. Das ist ja der Sinn in GTA. Okay, das meiste ist ja, dass man sowas macht hier und das finde ich nicht schlimm. So, ich habe dein Motorrad hier wieder geparkt. Komm mal ins Casino, schreibt ja jemand. Ich finde Casino nicht so geil. Ich finde diese Spiele da drin sind unnötig. Man verliert eigentlich nur. Adobe, finde ich gut. Oh, was ist da vorne los, Justus ey? Justus Lenz, viele Grüße an dich. Was geht? Ja, wir streamen gerade und John spielt. Glücksspiel. Ich bin einmal in Las Vegas im Casino gewesen, habe da aber nicht viel verspielt. Also ich glaube, wir haben uns an diesen paar Dollarbeträgen den ganzen Abend aufgehalten, Simone und ich. Aber sonst Glücksspiel, Lotto mal gespielt. Und auch im Internet habe ich auch mal eine Zeit lang Roulette gespielt oder irgendwie war es Roulette. Roulette? Ah, das ist doch dieses mit dieser Kugel hier. Ja, genau. Ich will nicht ins Wasser, ich möchte zum Casino. Nee, dann gehe ich. Puh. Also ich glaube, alle Anfragen, die kommen, werden die ploppen hier auf in dem John sofort. Oha! Oh. Ja, das ist okay. Wasser. Nee, Wasser, ich wurde umgefahren. In der Luft? Ja, mit diesem Flugmotorrad. Hallo, der echte Hausmeister ist da. Alter Chef, wenn er sich eine Glatze schneiden lassen soll. Alles klar. Prophylaxe Gamer, viele Grüße. Da kann nur einer rauf, glaube ich. Hatsche 207, was soll das sein? Kenn ich jetzt gerade. Oh, danke, das ist ein Rapper. Das kannst du beim Casino abholen. Ich möchte da unbedingt eben hin. Danke, ne? Oha, wie schnell ist dieses Ding? Ich brauche keine weiteren Tricks mehr oder Verarschungssachen hinzuschreiben. Ich lese jetzt genauer durch. Du bist ja heute einmal reingefallen, ne? Ja, ich bin reingefallen. Aber ich kannte es auch schon. Das ist ärgerlich daran. Nein, bitte, das Motorrad gehört nicht mir, mach das nicht kaputt. Weil ich sehe gar nicht, wo ich hin muss, in dem Chat. Du musst in den Schuhladen, den Schuhsymbol. Nee, da muss ich nicht hin, das ist das Stripclub. Ist das neu, so ein Raumschiff da, oder was gesagt, eine Rakete? Du hast lang kein. Nee, hab ich auch lange nicht gespielt, das stimmt. Ja, das merkt man, das ist eigentlich gar nicht so. Tim Becker, hallo. Cooler Nachname. Die Konsolen haben wir. Also ich habe noch die PlayStation 4 und die PlayStation 5. John hat die Xbox 360. Warte, ich zähle auch. Ich habe die PlayStation 5, die Nintendo Switch, die Nintendo Switch Lite, die Xbox 360, die PSP, die PS Vita, eine normale DS. Und ja, viel mehr habe ich da leider auch nicht. Ich bin gleich da. Als nächstes werde ich hier noch runterschieben. Wenn ich immer so doof nach oben gucke, tut es mir leid, aber ich muss das sonst damit einer sein. Ja, ich nehme die ganze Zeit an. Ich kann auch nicht so schnell, ich muss fliegen. Valhalla, ja, ich hab's natürlich noch auf der PS5 drauf, auf meiner PlayStation, aber ich spiele im Moment gar nichts. Ich komme gar nicht dazu.
Also ich finde das Spiel eigentlich wirklich gut. Also ich habe jetzt mit den Piraten sehr gemocht von Black Flag. Black Flag und dieses kommt da so ähnlich. Aber spring in den Pool, spring in den Pool. Viele Grüße nach Essen. Nein, ich will es nicht rein. Jetzt habe ich es reingeschmissen. Hey, hast du schon Bikini an dir? Ja, ich spiele ich. Na, scheiße, Mann. Grüße aus Bremen Nord von Loon. Tut mir leid, ich habe es kaputt gemacht, aber das ist ja abgezogen jetzt hier. Na, ich gehe. Dark Bitro, oder wie man es nochmal ausspricht. Viele Grüße. Mann, ich will hier nicht rein. Ach, Mann, jetzt ist da Dings hier angezeigt. Ach, Mann, ich will das nicht. Viele Grüße an Alex aus Neustadt. Das macht, ey, das macht man mit einer Axt. Hallo. Ups, das wollte ich nicht. So, tolle Frage. Spielt ihr mit Mods? Was heißt das? Nee, spiele ich nicht. Ich habe Angst. Nein, ich höre, Moment, also da hat einer bei Musik was gefragt. Ich höre kein Rap, aber ich höre auch nicht nur Schlager. Ich höre auch eigentlich ganz wenig Schlager. Ich höre nur Schlager, die ich früher als Kind so in meiner Kindheit gehört habe, so in den 70er bis 80er Jahren. Ich mag so einen Schlager eigentlich überhaupt gar nicht. Grüße nach Kleve. Ja, FSK 18. Eine Selbstkontrolle. Ja, wie gesagt. Warum versteht das eigentlich niemand? Aber ich kann es verstehen. Es ist ja auch nicht so, dass das jeder spielen darf in deinem Alter. Und ja, aber wenn ich es darf, verstehe ich nicht, was das ganze Problem ist. Wenn ich es darf, dann... Sonst wäre ich ja nicht hier hinter. Ja. AC/DC, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich früher schrecklich, aber seit einigen Jahren mache ich das ganz gerne. Nein, er hat keine Freundin, Boris. Mein Lieblingsfilm ist immer noch Terminator 2. Und ich muss mal sagen, kommt noch lange nichts von deiner schon. Ich habe gerade eigentlich ehrlich gesagt gar keinen. Der ist gone. Spaß. Das haben wir sogar. Ja, ja. Das macht Spaß. Nur ich finde halt, das ist ein bisschen immer das gleiche. Wie schnell ist das aber? Wo ist das Bier? Ja, auf der Terrasse. Kühl. Sitzt schon, ne? Ja! Geil! $40,000. Okay, danke für denjenigen, der gesagt hat, ich soll ins Casino kommen. Du hast doch gewonnen. Ja, habe ich ja. Deswegen sage ich ja danke. Was ist hier los, ey? Ja. Ja, ich kann Arthur auch... Arthur Beuren, wo ist das denn? Also du 008, vielen Dank auf jeden Fall. Und Jessi und Stefan aus Berlin haben auch gegrüßt, vielen Dank. Ist schon adaptiert. Ja. Ja, natürlich ist er adaptiert. Natürlich nicht. Ich habe ein iPhone 11. Grindster Flex Modus, iPhone 6 in meinem Keller. Grüße nach Ostfriesland. Wenn das Spiel jetzt ein bisschen vorbei ist, muss man mal gucken, ob die Anfragen auch nochmal anders annehmen. Ja, warum redet ihr so auf einmal so leise? Wo kommt die denn her? Ich sehe gerade gar nicht, was. Der nächste Urlaub, Leon, ist noch gar nicht geplant. Hängt ganz davon ab, wie es mit Corona weitergeht. Eigentlich wollte ich mit John gerne mal nach New York. Aber das geht, wie gesagt, nur, wenn man da keine Maske tragen muss. Denn ich muss mal eben was einstellen hier, weil das nervt in dem Spiel tierisch. So, unten. So, jetzt ist besser. Valhalla, das Spiel finde ich sehr gut. Jo, ich find's ganz okay. Ich sehe das Assassin's Creed, was es eigentlich ist, nicht so da drin. Und ja, ich war mit diesem Charakter noch nicht im Casino. Doch. Ich kann das auch spielen. Ja. Könnt ihr gut sehen? Überhaupt nicht. Wir probieren es auch besser. Könnt ihr auch nicht ausprobieren. Ach man, ich hasse diese Filmsequenz. Ich habe schon tausendmal gesehen. Was ich früher gezockt habe. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin in der guten Lage, dass ich also diesen ganzen Konsolenkram von Anfang an mitbekommen habe. Ich hatte zwar nicht früher immer eine, mein erstes Gerät, mit dem man spielen konnte, war ein Commodore VC20.
Das war mir das allerbeste Weihnachten meines Lebens, weil ich den bekommen habe. Aber was ich früher so gespielt habe, kann ich gar nicht genau mehr sagen. Ich vergesse dann auch so schnell immer wieder. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Was ich früher gespielt habe, hat jemand gefragt. Warte, ich hol mir mal was zu trinken. Ich zeig euch mal, wie das geht. Einfach rufen. Was? Mach du mal mit dem Chat weiter. Ja. Hello there. So, dann beeil dich. Bin gleich wieder da. Von den drei Fragezeichen finde ich am besten Justus. Red Dead Redemption finde ich total auch cool. Wann kommt dein erster? Es kommt gar kein Livestream von mir persönlich. Alleine, schon gar nicht, weil John das viel besser kann. Das nächste Video kommt hoffentlich am 1. Januar. Ha! Did you see that? Quite a... character. You might think you just witnessed the star flaming out, but I saw an opportunity, huh? The diamond isn't looking after their... Oh, hier los für eine Party. Ich nehme die Flasche lieber, ist nicht mehr viel drin. Boah, ich kann hier gar nicht mehr raus. Aus Radeberg, viele Grüße. Was ist denn hier los? Ich bin kurz weg, ist hier einfach Autos. Ich muss den Fernseher ein bisschen leiser machen, da alles doppelt. Guck mal nach. So ist gut. Danke für den Tipp. Was gibt's zu essen an Silvester? Ja, ich weiß es schon. Ich nicht. Wir machen seit vielen Jahren mal wieder das, was es bei uns früher als Silvester erst einmal gab, nämlich Fondue. Grüße nach Luxemburg. Ich habe noch einen Bruder, der wohnt in der Schweiz. Das ist ein netter Mensch, hat den gemacht. Oh, danke. Oha! Ich habe fast einen Backflip gemacht, hast du gesehen? Was ist hier los? Nein! Der Typ macht alles kaputt! Ich komm rein! Hallo, viele Grüße zurück! Ich kann das also so schnell unbedingt beantworten. Ich will einfach nur da kurz vorbeikommen und irgendwas sagen. Oh. Ja, John kann den Kanal übernehmen, sobald er das alles managen kann. Aber ich hätte ja auch große Lust zu, ehrlich gesagt. Aber irgendwann. Wenn ich mal zu alt bin, dann sind wir nicht. Ich stehe bei Star Wars immer auf der dunklen Seite eigentlich. Das ist bei mir unterschiedlich. Manchmal habe ich voll Bock so auf so Luke Skywalker oder sowas. Also spielst du vom Battlefront oder? Naja, guck mal, wenn du dich in echt für die dunkle Seite entscheiden würdest, dann wärst du sofort tot, weil Stormtrooper scheiß Aim und ich komme bei dir rein, bitte töte mich nicht. Einer hat eben gefragt, was unser Lieblingsnaturraum ist. Er kommt aus Bremen-Neustadt. Wir wohnen ja auch in Bremen-Neustadt. Ja gut, wohl, also ich glaube das. Also, Frau Laders, wisst ihr alle schon, die unsere Videos kennen. Auch natürlich deshalb, Essen ist alles gut und man kann schön draußen sitzen, da gibt es einen tollen Biergarten, es ist vor Ort in der Nähe, an der Weser, wo er flache Minuten und Wohlfühle. Aber wir haben auch einen ganz tollen Griechen. Einfach nur hier über die Bilder rüber, bei den Artikeln heißt der. Mhm. Da hat jemand 10 Euro gespendet oder was hier ist gerade da? Wenn das oh Mann, stimmt, das. Nein, nein, das stimmt nicht, das stimmt so, nicht. Gut. Wenn die jetzt so reinschreiben, das ist gerade auch so ein Trend. Ach so. Okay, ich gucke mir das nachher alles an. Ich kann es von hier auch nicht sehen, weil mein PC ist zwar gerade an, aber der ist ein Zimmer weit. Wenn wir ein Hauszieher hätten, dann wäre es wahrscheinlich ein Grund. Ja, ich bewundere. Aber wir machen das nicht. Weil ich habe unregelmäßige Arbeitszeiten, wir fahren gerne, wir verreisen gerne. Nein! Ich kann immer darauf achten, dass der Hund mit kann. Dann Grüße aus Darmstadt. Grüße und wir gehen nach Darmstadt zurück. Ich habe mich schon verändert. Also ich habe gerade mal ein Video gesehen, was so schon so ein paar Jahre her ist. Aber Dankeschön trotzdem. Daniel Riedel, der lügt ja, du bist auch ein bisschen netter Mensch. Oh, danke schön. Ey, ich liebe dieses Motorrad. Ja. Luca, viele Grüße an dich. Ich kann es nur wiederholen. Es sehen alle genauso, wie wir es hier aussehen, den Chat, oder? Mhm. Also ich kann das gar nicht, wenn ich eine Frage gerade beantworte, kommt schon wieder fünf neue Sachen. Luke. Nein, nicht den, nicht ich den. Ich hab das schon gesehen. Nee, du bist halt schon mehrmals raufgefallen. Hast da irgendwelche
bestimmten Personen genannt. David, Grüße nach Weihe, ist auch von der Nähe hier. Und damit meine ich nicht das Familienmitglied von den Hartmanns. Sieht top aus, weil ich hier so bescheuert immer nach oben gucke. Das kann nur ein Scherz gewesen sein. Nein, bitte, bitte schieß mich nicht ab, mir gehört das Motorrad nicht. Wir grüßen den Quentin, Maria, kann sie schnell nicht lesen. Unser Lieblingsfilm, ich hab's eben schon gesagt, meiner ist seit vielen Jahren immer noch Terminator. Es gab auch in der letzten Zeit, ja gut, wir haben jetzt gerade mal die Herr-Ringe-Sachen durchgeguckt, das war auch alles toll. Ja, ich habe schon mal früher geguckt, aber ich kann mich jetzt nicht beklagen. Und Star Wars natürlich gehört auch zu meinen Lieblingsfilmen. Wir haben gerade angefangen, wir wollen jetzt Star Wars komplett durchgucken und zwar so, wie die Reihenfolge der Geschichte ist. Ja, also beispielsweise Episode 1, 2, 3. Wir müssen nur noch 3 gucken, dann sind wir endlich fertig. Ich mag die drei ersten überhaupt nicht. Nee, ist auch nicht so mein Fall. Also Benedikt Villeneuve übrigens und moin an Chili Chip. Okay, die Reihenfolge, die wir gucken, ist 1, 2, 3. Solo, Star Wars Story, Rogue One, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mandalorian haben wir ja schon durch. Boah, es macht doch so Bock zu fahren damit, ey. Hast du eigentlich schon mal jetzt wieder ja, gesehen? Ja, habe ich. Die sind doch überall. Siehst du die nicht? Guck mal, da oben ist einer mit mir, die kommen schon alle nach. Lukas, du bist nach Regensburg. Nein. Tolle Stadt, ich war schon mal dort. Warum schrotte ich jedes von den Dingern? Oh, wo jetzt geht's. Es ist voll schwer damit zu fliegen, wenn man nicht wirklich weiß, wie es geht. Die Adilette. Ach ja, viele Grüße. Nein! Das Thema greifen wir nochmal auf mit dem Adi. Und zwar in unserem Silvester-Video. Er hat mich trotzdem getroffen. Mandalorian, das ist total cool, finde ich. Also die Staffel 1 die fand ich zwar gut, aber nicht so gut. Aber Staffel 2 fand ich Hammer. Max 90, ich viele Grüße aus Bremen, habe ich Ihnen kurz gelesen. Warte mal kurz, ich muss diesen Lukas da eben mal von Freunden. Nein, ich will da nicht mehr reden. Ich muss diesen Lukas mal eben kurz entfernen aus Freundschaft. Was ist denn? Der spammt. Mann, guck mal, ich kann nicht mehr raus, weil der die ganze Zeit spammt, dieser Idiot. Ja, wir könnten Simone herholen, aber die muss man jetzt. Die kommt gerade erschöpft von der Arbeit. Und die passt ja auch gar nicht mehr noch mit ins Bild. Dann haben wir heute einen kleinen Kreis bloß. Wie wir Kroatien finden. Hör wirklich, ich lösche dich gleich, hör jetzt auf. So, jetzt hab ich die Chance. Ja, genau. Jetzt habe ich die Chance, ihn zu kicken. Ey. Er hat nochmal geschickt. Wir kommen gleich wieder. Aber ich schmeiß den nicht raus, ich lösche den einfach. Weil der die ganze Zeit spammt. Wenn ich ihn finde. Lass doch diese Spammerei, was soll denn Mist? Hi there, this is Bryony from Alan's Room Productions. I was told you might be interested in participating in our online TV streaming live entertainment experience Arena Wars at the Maze Bank Arena. We're looking for high network. Also ich wollte gar nicht hierher kommen. Ich wollte mich dem Stress gar nicht aushelfen, alles zu beantworten. Du willst nur auf die Terrasse und die Bier. Genau, da war die. Adi, die hört zum Mond geschossen, ja, das sehe ich auch so. Da kommt er vielleicht wieder geheilt runter. Seid ihr Bremen-Fans? Na, da muss er keine Angst vor einer Zwangsimpfung haben oder was er da faselt. Du machst wahrscheinlich jetzt Werder Bremen-Fans. Im Augenblick interessiert mich gar nicht so doll. Aber wenn ich mich zu einem Fußball-Fan zählen sollte, dann muss ich sagen, natürlich Werder Bremen. Mir macht das Assassin's Creed Valhalla großen Spaß. Wie wir Kroatien finden, kann ich gar nicht so sagen. Ich bin auch nie dort gewesen. Ich auch nicht. Andrea, Willi, viele Grüße. Und auch an Jakob Stiemel viele Grüße. Back to the Future, ach ja, das ist auch so eine Sache. Total genial, die drei Folgen, die drei Filme, die es da gab. Prison Break. Habe ich nicht geguckt. Ganz ehrlich, ich habe... Und Peter Müller, viele Grüße. Ich habe überlegt, es anzufangen, aber ich habe es auch nicht gemacht. Moin auf D gesagt, sehr cool. Was ist das hier aber mit dem Grillen? Ich kann es immer gar nicht ganz nennen, Escobola. Ach so, ja, natürlich. Nein, ich Stream Setup bauen für Instagram unnötig, da ich bin ja, also ich finde Stream Setup, ich habe ja schon so ein Setup, was eigentlich okay ist für PlayStation und sowas, aber ich meine, ich möchte ja PC streamen, weil meine PlayStation ist besser als mein PC, ich habe ja keinen richtigen Gaming PC.
Aber gute Idee war es. Oha, was ist hier los? Dänemark mögen sie übrigens sehr. Danny XS, viele Grüße natürlich. Ja, wirklich, ich bin hier so geschützt drin, ich kann in diesem Auto, glaube ich, gar nicht verrecken. Mit dem Spieler, da muss ich mal sagen, Thorsten Frings. Wer ist Thorsten Frings? Wir grüßen auf jeden Fall. Wie kann man uns treffen? Eigentlich jetzt gar nicht, wegen Corona. Aber sonst, wenn man uns in Bremen mal trifft? Also kann man ruhig ansprechen, ja. Ja, genau. Ah, ja, meine auch. Siehst du noch einer, der den Frings gut fand? Der fand ich übrigens auch in der deutschen Nationalmannschaft total super. Der hat die besten Ecken geschossen. Lieblingsplatz in Bremen. Oha. Ah, gute Frage. Jetzt so im Winter, nicht so, aber im Sommer, dann ist es bei mir echt die Schlacht. Ich glaube, ich bleibe einfach in diesem Auto drin. Hier drin bin ich. Ja, ich bin doch gerade in einem Auto mit vier Personen, ey. Guck mal hier. Da ist einer. Hier sind zwei. Hier sind überall welche. Einer schießt von oben die ganze Zeit. Was haltet ihr von der Regierung? Ja, ich möchte mit der nicht weiter. Im Moment machen sie es. Man kann es besser machen, aber es hält sich an Grenzen eher gut. Da war jemand im Sommer auch in Bremen, der Thomas Müller. Wie lange streamt ihr? So lange, wie es eigentlich Lust macht. Wir haben uns ja nichts wirklich vorgenommen. Wir machen jetzt erstmal so eine kleine Reihe. Wenn John mal streamt, habe ich jetzt überlegt, oder haben wir überlegt. Letztes Mal war es ja, wer ist das nochmal? Ich habe gerade nicht gehört. Was du letztes Mal gespielt hast. Hier dieses Fortnite, genau. Na, ich habe noch angefangen, weil dort gab es auch sowas. Und diesmal ist es GTA und nächstes Mal ist ein anderes Spiel. In Disneyland waren wir schon mal, nicht John, aber Simone. Oh mein Gott, Toni ist im Auto! Aber Simone und ich. Warte mal. Ah, ich sehe dich, Toni, du bist da mit der Clownsmaske. Ah, scheiße. Ich will das hier doch fehlen. Ich habe noch Urlaub bis zum 10. Januar und John hat Ferien im Augenblick, glaube ich, bis zum 14. Aber man hört ja schon wieder, dass das noch verlängert werden soll. Und hast du mal eine Carrera-Bahn? Ja. Aber die benutze ich gar nicht. Nee. Nee, du hast mich umgefahren, ich komme bei dir nicht rein. Spaß. Stimmt, wir schreiben im Moment auch ganz viele, dass man, wenn man sich die alten Videos anguckt mit uns, dass du die ganze Zeit verändert hast. Mhm. Er ist noch frecher geworden, ja. Bin ich nicht, du. Ich hoffe, den einen waren wir noch nicht. Und John, ja, hat nur eine Nudel gegessen, genau. Mhm. Hab ich nicht. Wie lange darf John am Tag zocken? Darf ich mir selber einteilen, aber es ist nicht so, als wenn ich den ganzen Tag davor sitze. Das muss übertrieben werden, genau. Also meine Eltern kommen schon manchmal hoch und schlagen mir vor, mal auszumachen. Ich möchte nochmal die Gelegenheit nutzen. Viele schreiben, dass wir oder dass John zu Simone so gemein. Das ist Spaß, das sagen wir auch immer, immer sagen wir jetzt, aber... Oh. Wir haben ja schon ein bisschen helfenden Humor in dieser Familie. Und da kann man auch mal ein paar herzliche Worte sagen, da ist keiner von uns beleidigt. Wenn das so im Video rüberkommt mal, dann kann ich das verstehen. Aber es ist niemals böse und ernst gemeint. Und wenn es mal sowas gibt, dass man das böse und ernst meint, kommt überall, aber nicht im Video vor. Ja, wir waren schon mal im Europa-Park. Ja. Das war richtig geil da. Das war wirklich gut. Spielt ihr Minecraft? Ich spiele Minecraft, vor allem weil da ja auch diese geile, meiner Meinung nach geile Star Wars Map gerade wieder da ist. Und, oh Mann, was ist denn hier los, ey? Ey, da, nein! Wir lassen Simone schon in den Vlogs mitmachen, das ist schon nett genug. Ja, das sind auch unsere Vlogs und wir geben ihr ihn. Was sollen wir denn noch machen? Wir geben ihr sogar, wir teilen das ja ein Drittel ein, was wir dadurch finanzieren und da kriegt sie ein Drittel ab. Wir sind da schon echt großzügig. Ich frag mal, ob die PS5 Geräusche macht. Wenn eine Disk drin ist. Also ich sag's mal so, ich kann das glaube ich besser sagen. Ja. Wenn du eine Disk reinlegst und die gerade installiert oder so, dann hört man die Disk. Aber jetzt gerade, ich höre gar nichts. Und dieser Doktor Unboxing oder wie der heißt, wo man sagt, die PlayStation war so laut, der hat sein Mikrofon in den Lüfter reingesteckt. Was will der denn? Stefan Kleinebös, den Namen
habe ich schon mehrmals gelesen. Dann möchte ich gerne begrüßt werden, eben gelesen. Viele Grüße. Und diese Sache mit der Nudel, ich kann es ja nochmal sagen, weil gerade nicht so viel geschrieben wird, ist ein absoluter Schwachsinn, sich daran hochzuziehen. Diese Szene, die da als Meme genommen worden ist, ist total aus dem Zusammenhang gerissen. Ach so, also. Ich sag mal eben kurz was, okay? Ich sage, der Typ, der das gemacht hat, viele sagen jetzt auch so, das geht gar nicht oder so. Der hat zwar bis jetzt, finde ich, den unverschämtesten Meme gemacht, so, mir was Falsches in den Mund zu legen, aber der hat sich selbstständig bei mir gemeldet und sich bei mir entschuldigt. Der hat es auch alles offline genommen und so, soweit ich weiß. Der hat sich immerhin bei mir gemeldet, als einziger von den ganzen Leuten, und hat gesagt, dass es ihm leid tut, dass er da was falsch gemacht hat. Also, alles gut. So, hier war eine Frage eben mit ID Online, ob er sich bei uns nochmal gemeldet hat. Nee. Direkt nicht. Also kann man er hat uns vorgeschlagen, dass... Ja, hör auf. Das kann ich doch sagen. Nein, lass es. Soll ich's? Nein, sollst du nicht. Du bist ganz rot. Bin ich rot? Doch. Warum soll ich rot sein? Du siehst du doch in der Game, wie rot du bist. Adi ist der größte Punkt. Ja, das stimmt. Die Stimme hat sich verändert. Ja, aber noch nicht wirklich Stimmbruch, würde ich sagen. Ja, genau. Jeder, der was sagt, ist Lügenpresse. Okay, Adi ist der King. Nein, ist er nicht. Johnny, Eistee, Pfirsich oder Zitrone? Ich bin so blöd, das jetzt zu zeigen. Natürlich Pfirsich. Zitrone ist... Ich mag Zitronenpudding, aber weiß hier nicht. Oh, guck mal, wie stabil das ist. Da wird die ganze Zeit gegengeschossen, das Ding hält's aus. Aber jemand beim Heil hat kein Treffen mit dabei. Das Auto brennt. Ich bin schnell nicht gelesen, nur. Da war auch die Frage, ob wir noch ein anderes Spiel machen oder John. Das geht nicht. Doch, es würde gehen, aber dann. Bleib jetzt hier drin. Ich hab's nicht. Wir machen nächstes Mal wieder ein anderes Spiel. Ich gehe auch gleich wieder einen Raum weiter. John hört sich krank an. Ich bin zwar ein bisschen krank, aber... Im Kopf? Ja. Das ist jetzt mein Auto. Den Trick kenne ich jetzt schon mit dem Fixen. Mann, du hast es schon wieder gesagt. So, du bist doch bescheuert, bist du. Schlimm. Ja, aber wirklich, das geht auf den Ruf. Ey. Wir sind eigentlich gar nicht im Wolfmannshausen. Die Frage kam schon ganz oft. Die Nudel war scharf, mit Sicherheit. Stefan. Nein, ich rauche nicht. Ich muss gestehen, mir wurde es früher mal. Ach, da haben wir ja gesagt, probier doch auch mal eine Zigarette los. Ich habe es ein paar Mal probiert. Es geht nicht. Und das ist ganz gut aus heutiger Sicht. Geld gespart. Mir wurde es übrigens auch schon vorgeschlagen. Hab's aber nicht gemacht. Ja, das Meme auf mit der Liege auf Mallorca fand ich auch lustig. Also ich kann darüber auch lachen über die Sachen. Es ist nicht so, dass ich mich darüber ärgere, wenn so ein Meme kommt. Das ist ja eigentlich nur zum Vorteil, egal was es ist. Nee, fand ich auch lustig. Mhm. Ich meine, das ist okay. Bei manchen Memes, da, wenn man beispielsweise irgendwo in der Stadt ist und auf irgendwas da an der Kasse steht und dann irgendwelche hinter dir sind, die da ganze Zeit irgendwie, um dich zu verarschen, da irgendwelche Sachen sagen. Also es ist halt. Es muss nicht sein, aber wenn es halt jemand macht, dann juckt es mich nicht, weil von Leuten, die mich nicht kennen, muss ich mir auch nichts sagen lassen. So einfach ist das. Melina, ja, wir sind öfters in der Stadt. John ist 12. Geil. Ich hab den geilsten Heli gefunden. Man bekommt mehr Reichweite durch die Memes. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie das passieren soll, weil ich weiß ja dann immer gar Ach so, nicht, es ist das ein privater. Wenn ich einen Meme sehe, von wem das kommt. Oder wenn ich da... Ali ist doch voll cool, was hat er eben? Nee. Ja, kann sein, aber seine Meinung zu Corona oder was er da irgendwie, wie er sich einen Pfeil und Bogen und irgendwas kauft, um da sich vor seiner Zwangsimpfung zu schützen, da merkt man doch schon, da ist irgendwas nicht richtig. Kifft habe ich natürlich auch noch nie. Ich hab's auch nicht vor. Kifft. Man, also es geht ja immer höher. Also erstmal gefragt, irgendwas mit, welches Bier trinkst du gerne? Hast du
Rauchst, hast du schon mal geraucht? Rauchst du? Hast du schon mal gekifft? Die Nudel war gar nicht scharf, die du gegessen hast. Ja, frag schon der Nächste, ob du Heroin genommen hast. Es wird immer höher. Also ich würde mich impfen lassen, wenn ich in der Reihe wäre. Na, ich bin mal ganz ehrlich, ich würde vielleicht, man weiß ja nicht, was es für Nebenwirkungen hat und was es in einem Jahr für eine Nebenwirkung ist, so. Das nehme ich als Beispiel, ob vielleicht dann was passieren könnte, aber ich würde mich tatsächlich doch impfen lassen. Also ich nicht, dass ich jetzt aus dem Nichts zu sagen, ich habe es mir schon vorher überlegt. Wir haben noch andere scharfe Chips, nicht mehr die, die wir damals hatten, die sind natürlich alle, aber wir haben jetzt gerade welche bekommen. Und abgelaufen werden die. Wow, die haben wir auch gegessen alle. Ja, aber natürlich sind die alle. Aber wir haben jetzt noch irgendwann geschenkt bekommen, die sollen richtig scharf sein, die müssen auch von Kindern ferngehalten werden, die werden wir den nächsten Mal probieren. Stimmt, das ist fast wie ein Q&A, hat mir jemand geschrieben. Ja, nur ich liefere dabei Gameplay-Material, was lost ist. Ja, Kanzlerbund folgt uns, das kommt daher, er hat irgendwie mal gesagt, alle, die ihm heute folgen, den folgt er auch. So ist das, glaube ich, durchgekommen. Ja, aber das ist halt immer so, er guckt sich auch wirklich die Bilder an, das finde ich gut. Ja. Kontrolliert ist das besser eben? Ja, vom Controller, weil das ist halt anders als ein Headset, ja. Warte mal, kann das ja eigentlich online lassen. Mich stört das nicht, wenn da jemand spammt. Wird man nicht. Mal demnächst probieren werden. Siehst du, dass mein. Ach, soll er noch spammen, Idiot? Hey. Ist das so? Ich sag doch die ganze Zeit, ich möchte kein Rocket League spielen. Ich habe auch gar kein Rocket League. Jo, mach das. Jetzt eigentlich wieder von der Quali her. Nein! Boah, ey. Ja, ich komme, Toni. Mein MP. Oh Gott, ey. Das geht. Obwohl wir hier eine Kabelverbindung haben, also es ist nicht so. Wie lange ist denn das Stream schon? Wie lange? John, stört dich die Maske im Unterricht? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich setze sie auch einfach manchmal auf, wenn ich sie nicht brauche. Moment. Guck mal eben. 1 Stunde und 8 Minuten. Ich wollte eh nur ganz kurz da sein. Also ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall. Und wir machen den nächsten Mal den richtigen Stream. Jo. Ja, hier ist auch das Ende gerade, okay. Also wir machen demnächst mal. Stimmt, 120p gefühlt, aber das ist. Ja, das ist die Internetverbindung mit der anderen verbunden. Ach egal. Ich. Nee, das geht, die haben ja LAN. Gut, dann warte. Das ist noch notwendig. Mann, nicht getroffen. So. Und dann würde ich sagen, wir beenden den Stream jetzt. Aus technischen Gründen. Tschüssi.